Ja, die letzte Folge habe ich mitten im Gespräch abgebrochen, weil das einfach, ja, die Folge wurde etwas lang und ich musste einen guten Zeitpunkt finden. Der ist jetzt, sagen wir mal, semi-gut, semi-optimal. Und ja, es geht jetzt gerade darum, sie wollen den König eventuell absägen, weil er ein Turnier ausrichten will, um seinen Nachfolger zu bestimmen. Und nur weil jemand im Turnier gewonnen hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass er ein guter König ist. Und das würde ich jetzt vermuten, sollen wir erstmal verhindern. Einige Senatoren sind schon dafür, den König abzusetzen. Andere wollen dieses Turnier einfach nicht anerkennen. Lycomedes hört nicht auf, könnte gefährlich werden. Ich befürchte mal, Lycomedes wird nicht aufhören, aber naja, es könnte gefährlich werden. Turnier oder nicht, ein Machtkampf könnte in Gewalt ausarten. Es kommt noch schlimmer. Lycomedes hat auch Fremdstämmige zu diesem Turnier zugelassen. Einen Mykener als Sieger nehme das Volk wohl hin, doch die Faust des Ares in fremden Händen würde Krieg bedeuten. Hätte nicht Achilles, Mykenes Sohn, beste Aussichten auf den Sieg? Er ist nicht angemeldet. Was? Er kämpft nicht? Warum? Ich weiß nicht. Etwas geht hier vor. Du sagtest, Lycomedes, du hättest eine Schwarzzunge auf Mykene gesehen. Ja, auf dem Marktplatz. Ich bin sicher. Auch ich habe solche Gerüchte gehört. Wenn wir die Rückkehr der Schwarzzungen beweisen, kommt Lycomedes vielleicht zur Besinnung. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal hinne hier langsam. Sonst ist die Zeit knapp. Stadt. Wenn das Lycomedes nicht anstachelt, was dann? Hilfst du mir also? Ich brauche Lycomedes ebenso wie Mykene. Ich helfe. Geh zuerst zu Ekikios, dem Hauptmann der mykenischen Wache. Du findest ihn bei der Wacht des Ares im Osten der Stadt. Du kannst ihm sagen, ich habe deine Untersuchungen autorisiert. Wenn Schwarzzungen in Mykene sind, dann finden wir sie, Senator. Okay, dann gehen wir mal auf Schwarzzungenjagd. In Mykene. Ja, wo müssen wir hin? Nein, das Tor schließt sich. Ich will doch da wieder raus. Ach, gemein. Ja gut, hier ist wohl nichts mehr zu sagen. Ja, wir sollen mit dem Hauptmann der Wache reden. Haben wir eine Karte hier? Ja, wir haben eine Karte. Okay, wir laufen... Wir haben eine Nebenquest. Besuche Pythias und Zosime. Ach, das ist der Händler, dem wir das Leben gerettet haben. Also, der an unserer Seite, in Anführungszeichen, gekämpft hat. Echt schön hier die Gärten mit dem Wasser. Sehr schön angelegt. Der romantische, rosa, orange Himmel im Hintergrund. Jetzt habe ich oft genug das R gerollt. Ja, der ehemals so stolze König. Hier sehen wir ihn. Habt ihr je vom verrückten König Deukalion gehört? Alle Statuen zu seinen Ehren sollten aus Eis sein. Er wollte der erste König sein, der seine eigenen Werke überlegt. König Jason frei von Schuld. Ja, der hält zwar wohl nicht. Okay, wir schauen erstmal auf den Marktplatz, würde ich sagen, und bedanken uns. Wir hören uns erstmal an, was der Händler uns noch zu sagen hat. Eine Bühne. Haben ihm ja das Leben gerettet. Wo Schauspieler ihr Blut vergießen zur Belustigung der Menge. Ja, damit meint er wohl die Arena. Wo kommen wir hier hin? Hier geht es zu Zellen, Werkstatt und Meisterquartier der Arena. Willst du hinein? Ja. Öffnet das Tor. Eigentlich wollte ich ja nein sagen, aber gut. Reden wir erstmal mit dem Hauptmann der Wache, bevor wir den Händler aufsuchen. Wenn der Hauptmann der Wache hier ist, was ich mal stark vermute. Ah ja. Gut, hier ist der Olle Daedalus. Klopft schön auf sein Zeug rum. Hier können wir nicht rein. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, vielleicht können wir jetzt da hinten durch die Tür durch. Ja, hier leben wir da sogar noch ein paar. Lass mich rein. Dies ist Achilles Quartier. Nur geladene Gäste dürfen hier hinein. Ich schick mal ein paar Ionen vorbei, die sind geladene Gäste. Und zwar immer. Ja.
Ja, der Witz ist nicht so gut. Obwohl ich immer wieder über den lachen kann. Also hier können wir wohl momentan nichts machen. Dein Gerichtskampf ist vorüber. Du kannst gehen. Ja, dieser danke. Weg führt dich aus der Arena. Ich weiß. Ja, das ist nett von euch. Dieses Tor führt zum... Ja. Ist gut, lass mich einfach raus. Ja, auch schicke Rüstungen. Köpfen da, die das Maul aufhaben und schreien. Aber mein Löwenkopf auf der Schulter ist natürlich noch cooler. Der hat natürlich noch mehr Style. So, wen haben wir denn hier alles? Ein paar Händler. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg in Richtung Markt, oder? Oder auch nicht. Ich bin schon wieder unfähig, oder? Ja, ich bin schon wieder komplett unfähig. Hier wollte ich überhaupt nicht hin. Ja, also irgendwie sollte ich mal öfters auf die Karte schauen. Dann würde ich vielleicht nicht immer falsch laufen. Wäre vielleicht ein gewisser Fortschritt. Okay. Es ist soweit, ich schaue jetzt schon freiwillig auf die Karte. Okay, jetzt nach links abbiegen. Und dann müsste ich eigentlich nur gerade auslaufen und sollte dann irgendwo da Neues von der Straße. Erstmal auf den Marktplatz kommen. Da sollte es zum Markt gehen. Oder? Ja, doch. Hier sieht es mir doch nach Markt aus. Damon. Du scheinst ein guter Kämpfer zu sein. Ich bin Damon von Kreta. Ich könnte dich gut brauchen. Was willst du denn? Warum? Steht ein Kampf an? Nein, nichts dergleichen. Es ist für eine edle Sache. Glaube mir. Wie ich schon sagte, ich komme aus Kreta. Ich handle im Auftrag von niemand anderem als König Minos selbst. Fahre fort. Ich suche einen Verbrecher, der dem Kerker von König Minos entflohen ist. Ich habe Grund zur Annahme, dass er Zuflucht auf Mykene gefunden hat und im Inneren der Arena arbeitet. Der Mann heißt Daedalus. Ich benötige nur den Beweis, dass er wirklich hier ist. Nee. Daedalus ist nett, du scheinst mir nicht nett zu sein. Dir will ich garantiert nicht. Was hat der Mann verbrochen? Sagen, wo Daedalus ist. Das darf ich nicht sagen. Die kretische Königsfamilie hat mich geschickt. Mehr musst du nicht wissen. Informiere doch die Wache, wenn es ein Verbrecher ist. Die Beziehungen zwischen Kreta und Mykene sind etwas angespannt. Es würde für meinen Auftraggeber nicht gut aussehen, wenn sich mein Verdacht als unwahr erweist. Und was, wenn du den Beweis hast? Dann melde ich es meinem Auftraggeber und warte auf weitere Anweisungen. Sonst nichts. Welchen Beweis brauchst du? Einfach. Eine Feder. Eine Feder? Der Mann besitzt ein paar Flügel. Flügel aus den Federn eines seltenen Vogels, den es nur auf Kreta gibt. Wer mir eine dieser Federn bringt, dem ist mein Dank gewiss. Und was, wenn du den Beweis hast? Dann melde ich es meinem Auftraggeber und warte auf weitere Anweisungen. Hoffentlich findest du, wonach du suchst, Damon. Und ich hoffe, du denkst an mich, falls es dich ins Innere der Arena verschlägt. Da war ich schon, aber ich werde Daedalus garantiert nicht verraten. Und dir die Blöde. Ich könnte dir Daedalus warnen, wenn das geht. Suche Beweise, dass du Daedalus auf Mykene ist. Okay. Nö. Ich glaube, die Quest, da weigere ich mich, sie zu machen. Weil der arme Daedalus, der schien mir auf doch ein netter Kerl zu sein. Und der hat mich auch unterstützt, hat mir eine schöne Rüstung gemacht, dass ich eine gute Chance hatte. Und ich habe euch überhaupt keinen Grund, ihn zu verraten. Ich glaube, du bist der Hauptmann der Wache. Was wünschst du? Hauptmann Ekekios, ich bin König Jason von Iolkos. Anaxagoras sagte, du kannst mir helfen. Hast du von verdächtigen Männern in der Stadt gehört? Da wärst erstmal du und dann dieses Schiff voll Ionia, aber die haben wir im Auge.
Und Schwarzzungen? Ich habe eine auf dem Markt gesehen. Schwarzzungen? Auf Mykene? Mit Verlaub, Herr, dies ist der sicherste Hafen Griechenlands. Jedes Schiff wird von einer meiner Wachen persönlich inspiziert. Sollte sich eine Schwarzzunge hierher wagen, finden wir sie noch am Hafen. Kannst du vielleicht ein paar Männer abstellen, damit die auch mal gucken, ob sie wir hier sehen und sie dann eventuell ausschalten? Könnten uns deine Männer beim Suchen helfen? Meine Männer haben keine Zeit, deinen Hirngespinsten nachzujagen. Das sind keine Hirngespinste. Du tust also nichts? Selbstvertrauen schön und gut, aber eine Gefahr einfach ignorieren? Niemand stellt meine Befehle in Frage. Die Leute sind wegen dieses Turniers, der Unruhe im Senat und deines Gerichtskampfes etwas nervös. Jeden Moment könnten Krawalle ausbrechen. Ich brauche meine Männer auf ihren Posten. Jetzt entschuldige mich bitte, Hoheit. Vielleicht hat er auch was damit zu tun. Verzeih, mit dem... Herr, ich bin Alexius, diensthabende Wache. Ich hörte dein Gespräch mit dem Hauptmann. Schicken Hut hast du auf. Ich sah ebenfalls einen seltsamen Kerl auf dem Markt. Ob er eine Schwarzzunge war, weiß ich nicht. Aber kaum war er da, war er wieder verschwunden. Ja, und warum hast du das nicht weitergesagt? Hast du Ekekios informiert? Ja, Herr. Er sagte mir dasselbe, was er dir eben sagte. Sei wachsam, Alexius. Sag mir, wenn du noch etwas beobachtest. Jawohl, Herr. Aber ich rate dir, den Storch zu suchen. Den Storch? Wer ist das? Der olle Kinderverführer. Ein Gelove. Schmuggel, Glücksspiel, Geldverleih, Spionage. Überall hat er seine Finger drin. Ich sollte das nicht sagen. Aber er weiß besser, was hier vorgeht, als jeder Senator. Wenn man Verbrecher sucht, fragt man am besten einen Verbrecher. Wo finden wir diesen Storch? Das ist der Haken. Niemand weiß, wer er ist. Wir suchten nach ihm, aber kaum ist vom Storch die Rede, werden die Leute vergesslich. Er muss sich in der Nähe des Markts aufhalten. Vielleicht gelingt es dir als Außenstehendem, ihn zu finden. Na gut. Ach, das. Die Statue des Ares. Vielleicht können wir da ein paar Fertigkeiten verbessern. Okay, die beiden Fähigkeiten, die waren blöd, das weiß ich noch, und von den anderen können wir keine freischalten. Ja, dann schauen wir mal zurück auf den Marktplatz, da müssen wir eh hin, weil wir ja noch mit dem Händler reden wollten. Ja. Wer liegt da am Boden? Ach, wieder eine Schwarzzunge. Was steht denn da auf dem Schild? Die Reinigung der Kykladen. Lykomedes treibt die Truppen der Schwarzzungen aus ihren geheimen Lagern auf den Kykladen. Wer um Gnade bittet, ist ein Feigling. Gnade gebührt dem, der um das Schwert bittet. König Lykomedes. Ja, er war auf jeden Fall mal ein sehr starker Herrscher. Na gut, und daneben ist wieder Alkmene. Immer ist schön zu erkennen an ihren Haaren. Sieht so ein bisschen aus wie die... Wie die, der Name jetzt nicht einfällt. Die Schlangen als Haar hat, wo die Männer immer versteinert werden, wenn sie sie anschauen. Na, wie heißt sie denn? Sag mal, ich habe immer, wenn ich im Let's Play bin, fallen mir keine Namen ein. Das ist echt nervig manchmal. Das Tor? Ja. Diesmal bin ich so schlau und schaue gleich auf die Karte, denn... Dann weiß ich, dass ich schon wieder falsch gelaufen wäre, fast. Oder? Tut mir leid, ich da auch noch die Karte schaue, aber ich hab's echt nicht. Kann mir das echt immer nicht merken. Okay, was haben wir denn hier? Suche nach den Storch. Okay, das ist... Die hat keine feste Beschreibung, der Punkt. Befrage den Frachtmeister. Was wollen die Schwarzungen auf Mykene? Hauptmann Ekekios hat eine Bitte, die mysteriösen Frachtlisten einzusehen, abgelehnt. Doch, vielleicht kannst du den Frachtmeister am Hafen überreden. Okay, der ist ganz unten auf der Karte. Was ist da noch? Nö, Beweise gegen Daedalus suchen wir nicht. Denn Daedalus ist unser Kumpel. Der hat uns geholfen. Und er wird schon gute Gründe gehabt haben, dass er da abgehauen ist. Aus Kreta. Weiß nicht, was er da verbrochen hat. Achso, er hat ja gesagt, er musste dafür ihn arbeiten und ist geflohen. Ein Mykener verliert nie einen Kampf. Er siegt oder er kämpft einen glorreichen Tod.
Hier geht's zum Armenviertel, Markt und Hafen. Willst du durch? Ja, denn ich habe ein... Gib das Tor! Mann, da bricht mich doch irgendwie laut immer. Laut Anweisung hast du freies Geleit auf Mykene. Denn ich habe eine Quest am Hafen und ich habe eine Quest am Markt. Beziehungsweise ich habe sogar zwei Quests am Markt. Ich muss ja auch noch... Oh, vielleicht kannst du den wir gerettet haben, was über den Storch erzählen. Schließlich müsste der uns ja dankbar sein und der ist Händler. Also sollte er ja die... Wieso drehen sich alle Leute nach mir um? Sollte er ja den Storch vielleicht kennen. Bestimmt ist der Storch auch wieder irgendwer, den wir schon kennen. Der Hauptmann der Wache oder sowas. Wo ist denn der Kerl, den wir das Leben gerettet haben? Ach, du schon wieder. Ja, kann nicht wahr sein. Für Anhänger des Geldes ist dieser Markt ein Tempel. Das glaube ich sofort. Also wir schauen jetzt nochmal auf die Karte. Und sehen, dass ich da schon wieder grandios vorbeigelaufen bin, oder? Oder nee, da unten war es, glaube ich. Da unten war die Markierung. Was machen die netten Herren da? Die spielen immer noch. Irgendwo hier war doch der Händler. Ah, du. Du Sklaventreiber, du. Du Elendiger. Kuf, oder wie du hieß. Bis. Oh, Mano. Wieso muss ich denn da auf die Karte schauen? Okay. Befrage den Frachtmeister. Ja, scheiß drauf. Dann gehen wir erstmal... Dann gehen wir erstmal zum Hafen runter, wollte ich sagen. Ist etwas... Unwohl. Was ist los, Simon? Ich habe euren Rat befolgt und bei eurem Gerichtskampf zugesehen. Ich sah, wie einem Mann der Kopf abgeschlagen wurde. Als er aufhörte zu rollen, starrte er mich an. Tja, törichter Junge, das ist doch noch gar nichts. Jetzt weiß er Bescheid. Törichter Junge, das haben wir ihm schon mal gesagt und sagen sie ihm auch gleich nochmal, weil es stimmt. Wenn du es von der Tribüne aus schon nicht erträgst, dann meide den Innenraum. All das Blut. Es war schrecklich. Aber so ist nun mal das Leben eines Arena-Kämpfers. Wolltest du das nicht immer? Nicht wirklich. Fahre nach Hause, Sinon. Sag dem Captain des nächsten jolkischen Schiffes, er soll dich auf meinen Befehl heimbringen. Wenn du angekommen bist, besuche deine Mutter. Dann melde dich im Palast. Im Palast? Ich glaube, sie suchen dort noch einen Quartiermeister-Lehrling. Klingt bedeutend. Ist es auch. Danke, Herr. Vielen Dank. Tja, so nett bin ich. Hab ihm wohl das Leben gerettet. Ah ja, ich wollte zum Hafen runter. Die Frage ist jetzt, wo ging es zum Hafen? Hafen. Nee, andere Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr müsst mich auf den größten Deppen halten hier. Ich versage ja echt komplett. Ich glaube echt, 90% der Fälle laufe ich falsch. Wo sind eigentlich überall diese Kinder, die hier rumschreien? Ich höre sie nur immer, aber ich sehe sie nicht. Na siehe da, wir haben den Hafen zumindest gefunden. Der Mann! Oh, junge, törichte Träumer. Welch Ruhm ist namenlosen Toten schon beschieden? Bist du der Frachtmeister? Genau dich suchen wir. Ja, was gibt's? Ich möchte deine Hafenberichte sehen. Was du nicht sagst. Du bist nicht autorisiert. Es ist wichtig. Es geht um die Sicherheit von Mykene. Du bist ein König und hast deine Unschuld bewiesen. Aber die Regeln gelten auch für dich. Was genau willst du denn wissen? Die Berichte. Jetzt. Schluss damit. Zeig mir jetzt sofort die Berichte. Ich kann nicht. Selbst wenn ich wollte. Die Berichte werden jeden Abend an Hauptmann Ekikios übergeben. Und Hauptmann Ekikios lässt dich die Berichte nur einsehen, wenn du die Zustimmung des Senats vorweisen kannst. Vergiss es also gleich wieder. Eher erscheint Athene persönlich, bevor du die Zustimmung erhältst. Der ist uns keine Hilfe. Tut mir leid. Ich kann dir die Berichte nicht besorgen. Aber ich versichere dir, dass nichts auf eine Gefahr für Mykene hindeutet. Inspiziere jedes Schiff, das am Hafen anlegt.
oder tot. Na gut, Hafenmeister. Hoffen wir, du hast recht. Ärgerlich. Tja, schauen wir mal, ob wir die Quest jetzt erledigt haben. Ja, die Quest haben wir erledigt. Die war aber zwar eher ein Fail, aber wir haben sie erledigt. Wir haben es zumindest probiert. So, jetzt versuchen wir mal hier zurückzulaufen. Da ist ein schönes Schiff, aber wir laufen hier zurück. Aber ich befürchte, wir werden erst in der nächsten Folge wieder zurücklaufen, beziehungsweise beim Händler ankommen, mit ihm reden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann immer noch dabei seid. Bis dann, ciao.